Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen zusammen Community Inc. Ein kleines, sehr niedliches Aufbauspiel, was überraschend detailreich ist. Ich habe es bei einem anderen Let's Player gesehen und musste es mir jetzt sofort holen, als Steam gesagt hat, dass es nun endlich verkäuflich ist. Und ja, da sind wir. Ich bin gespannt. So easy ist es nicht. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, was wir alles bauen können und machen können und müssen auf einige Gefahren achten. Dass, ich habe schon mal eine Runde gespielt und das war, ja, das endete ziemlich lustig, indem sich alle, ich weiß gar nicht, wie die hier heißen, wer seid ihr denn? Inks? Links? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls endete es damit, dass ich einfach alle meine kleinen Figürchen hier umgebracht habe. Ich hoffe, das passiert nicht wieder. Ich weiß nicht, wie ich so ein schlechter Leiter eines Dorfes werden konnte, dass alle Selbstmord begehen. Das spricht nicht gerade für mich. Aber es war am Ende auch ziemlich hart. Also ich habe nicht wirklich lange gespielt und es kamen ganz viele Angriffe und teilweise haben Sachen nicht so gut funktioniert. Deswegen hoffe ich jetzt mit etwas mehr Erfahrung, jetzt weiß ich ja, wo es drauf ankommt, dass das alles ein bisschen besser laufen wird. So, zuerst mal müssen wir bestimmte Jobs auswählen. Wir können kurz mal die Pause-Taste vielleicht auch drücken, weil die Zeit läuft halt auch unaufhörlich weiter und ja, umso fortgeschrittener, umso mehr Viecher greifen einen, glaube ich, auch an. So, jetzt haben wir hier verschiedene Berufe. Einen sollten wir jetzt jedenfalls Bilder lassen, weil der muss ja bauen. Einen davon bräuchte man schon. Wir brauchen auf jeden Fall einen Holzfäller. Haben wir das jetzt gemacht oder nicht? Moment. Ich klicke mal wen an. Hier steht immer noch überall Bilder. Okay, hier ist er aber drin. Okay. Ich hoffe ja, der macht das diesmal auch. Vorhin hat das alles nicht so gut geklappt. Set as current. Und ich hoffe, das klappt. Und wir brauchen einen Farmer. Also wir brauchen so einiges. Wir brauchen einige Leute. Ich sollte vielleicht doch mal... Deswegen hat er den Job auch nicht angenommen, weil die Zeit nicht läuft. So, dann sollten wir das doch mal machen. So, wir haben einen Farmer, einen Lumberjack und ja, am Anfang ist auch noch wichtig ein Miner. Der hier. So, die Berufe kann man auch wechseln, wenn man dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Vorhin hat das nicht so gut bei mir geklappt. Das hatte aber auch Gründe, weil mein Lager voll war. Ich weiß jetzt, dass wir ganz, ganz, ganz schnell ein Lager bauen müssen, weil tatsächlich vieles nicht mehr funktioniert, sobald ein Lagerraum voll ist. Übrigens, das hier ist unsere Karte, auf der wir spielen. Man konnte aus ein paar verschiedenen Karten auswählen. Ich glaube, es waren vier oder so. Und ja, hier sind wir im Flussgebiet. Ich finde das eigentlich ganz hübsch mit den Flüssen. Mit den kleinen Inseln hier auch. Und es ist aber trotzdem zufallsgeneriert, denn die Karte, die ich gespielt habe, war ebenfalls Flüsse, sah aber trotzdem ganz anders aus. Also nicht so wie das hier, wo wir jetzt gelandet sind. So, als erstes brauchen wir Ressourcen. Deswegen baue ich hier ein bisschen Zeug ab. Herbst können wir noch gar nicht pflücken, dafür haben wir gar keinen Typen. Aber na gut, jetzt haben wir es eben schon mal ausgewählt. So, den Miner brauchen wir natürlich, um die Steine abzubauen. Den Lumberjack, den Holzfäller natürlich für Holz. So, und als erstes müssen wir hier mal in unser Inventar gucken. Hier gibt es nämlich Workbenches. Damit können wir die ganzen Sachen bauen, die wir so brauchen. Und wo stelle ich die mal hin? Ich stelle die einfach hier direkt neben das Lager. Das sollte am schnellsten gehen. Wir haben sogar zwei Stück davon. Huch, das war jetzt falsch. Moment. Jetzt ist weg. Gut, jetzt wissen wir, wenn wir Sachen in den Mülleimer machen, dann ist es weg. Gut, das hätte ich gern vorher gewusst. Na gut. Ja, hier sehen wir, was wir alles so im Lager haben. Da sind auch schon ein paar Sachen drin. Dann wird also nicht sofort ohne alles hingeschmissen, hineingeworfen. Ja, Job-Level up. Das ist ziemlich nervig, muss ich zugeben. Man kriegt hier ständig Nachrichten, wenn jemand einen Job-Level up hat. Und das passiert halt sehr, sehr oft, vor allem mit vielen Viechern. Das wird auf Dauer, ja. Ach ja, Contracts. Wir haben hier verschiedene andere Bewohner, die hier anscheinend auch irgendwo auf der Karte wohnen. Das ist jetzt die Mushface. Und die hätten gern Diet Salad. Ich glaube, das... Also wir sehen ja, es ist rot. Wir haben es auf jeden Fall noch nicht. Wir können uns darum jetzt auch nicht kümmern. Deswegen lehnen wir das erstmal ab. Ich mache nochmal kurz Pause. Die können wir hier alle sehen. Hier unser Diplomaten-Fenster. Und das sind echt niedliche Kreaturen, die man leider selbst anscheinend nicht spielen kann. Also zumindest habe ich keine Auswahl gefunden. Ich hätte super gerne zum Beispiel diese blauen Füchse oder die Dark Panther. Auch den hier finde ich total toll, die Drachen. Aber wir müssen leider so... Warte mal, haben wir denn mal einen, wo ihr seht, wie wir so aussehen? Wir sind halt wirklich so ganz normale... Na, wo sind wir denn? Also hier seht ihr das ja im Profilbild gerade. Ach, da steht ja einer.
Wir sind so ganz normale Männekicken. Ja, da seht ihr. Wir sind leider nichts Besonderes. Das finde ich sehr schade und ich hoffe, vielleicht wird das noch geändert. Ich muss hier mal eben. Die Kamera ist sehr intuitiv, also die ist überempfindlich, muss man echt sagen. Das geht hier ganz fix, wenn man hier nur ein paar Sachen. Also gerade das hier geht ganz, ganz schnell. Das Bewegen geht sogar noch. So, wir brauchen erstmal ein paar Materialien. Das dauert jetzt. Wir haben das Feld, haben wir gesät. Wir können auch noch andere Sachen sehen, aber das lassen wir gerade auch noch. Ja, irgendwie hängt die Maus gerade. Manchmal muss man ein bisschen pusten. Manchmal sind die Katzenhaare oder so und dann funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Wir müssen mal gucken. Okay, den Salat können wir noch nicht machen zum Abernten. So, dann haben wir hier verschiedene Menüs. Und zwar, hier können wir die ganzen Gebäude bauen, die uns so zur Verfügung stehen. Unter anderem Sachen, damit wir Tiere haben. Also Ställe und natürlich auch ganz viele Häuser, wo wir tatsächlich die Möbel selbst anfertigen müssen und in den Häusern ja einrichten, die Häuser tatsächlich einrichten können. Also sehr detailliert, muss man schon sagen. Und was wir aber auf jeden Fall am Anfang machen müssen, ist ein Lager. Ganz, ganz wichtig, weil ich hatte es halt beim ersten Spielstand, ohne Lager hat nichts funktioniert, gar nichts. So, das ist das nächste wichtige Menü und warum ich dieses Spiel eigentlich so mega toll finde, das Crafting-Menü. Normalerweise hat man bei so einem Aufbauspielen ja einfach nur die Gebäude, die man überall hinbaut, also ein Jäger, ein Holzfäller. Hier muss man tatsächlich selber dafür sorgen, dass wir erstmal Materialien haben, die dann benutzt werden können. Und hier sehen wir schon, wir haben keine Leaves, dafür brauchen wir nämlich den Herbalist. Wir müssen mal gucken. Wir haben einen Builder, einen Lumberjack, Farmer und Miner. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch eine Person. Ich habe ein bisschen Angst, vorhin hat das immer nicht geklappt. Man hat hier eigentlich mehrfach Jobs. Also man sieht auch, die sind immer am Anfang Bilder und können dann halt den zweiten. Und hier ist es sinnvoll halt, hier kann man dann upgraden. Das geht sogar schon, wenn wir eine Säge hätten, auf Carpenter. Und ja, jetzt kann man auch genauso gut wieder hier die Grunddinger anrücken. Ich hatte aber vorhin das Problem, als ich das gemacht hatte, konnte ich nicht mehr auf den Job davor zurückswitchen. Deswegen lasse ich das und erschaffe wirklich für jeden Job lieber einen einzelnen. Also falls sich da schon jemand auskennt, kann er mir mal sagen, ob das bei ihm so einfach funktioniert hat oder ob derjenige auch das gleiche Problem hatte und die Jobs nicht mehr zurückswitchen konnte. Das würde mich mal interessieren, ob das irgendwie bei mir ein Bug war in der Runde oder ob das einfach vom Spiel gewollt ist, dass man nicht mehr zurückswitchen kann. Das weiß ich natürlich nicht. So, dann müssen wir natürlich auch Aufträge erteilen wieder. Das ist halt ein bisschen blöd, die rennen ich einfach los und machen. Man muss halt wirklich immer hier mit der Schippe alles markieren. Aber wir sehen, die sind sogar noch markiert. Ich würde mir gerne hier mal ein bisschen die Sicht frei räumen, deswegen nehme ich mal die Bäume von hier unten weg. Das hier lasse ich noch als Begrenzung. So, wie sieht es denn aus? Wir haben ziemlich viele Leute. Ich glaube, wir sollten vielleicht noch ein bisschen auf Nahrung gehen. Das mag ich denn gerne. Ich mag eigentlich Karotten. Dann legen wir hier einfach noch Karottenfelder. Das finde ich halt auch ziemlich cool, dass man die Felder wirklich so einzeln legt. Das hat man ja eigentlich auch, dass man so ein... wie bei Siedler. Also ich muss immer alles... immer Aufbauspiele muss ich mit Siedler vergleichen, ist leider so. Weil Siedler einfach für mich so das Maß an Perfektion damals war, an dem ich dann alle weiteren Spiele gemessen habe. Und da hat man es ja eher, man stellt halt ja so einen Typen hin und der pflanzt dann einfach alles. Also wenn der da Felder, der baut die halt selber an, in einem bestimmten Radius war das ja immer. Und da finde ich das hier schon richtig cool, dass man vor allem verschiedene Sorten hat und die dann eben noch so einzeln platzieren kann. Das ist jetzt hier ein bisschen, ja, ein bisschen schräg geworden. Aber ich glaube, das nimmt uns keiner übel. Hier können wir übrigens Sachen erfinden. Da sollten wir auch mal eben uns um die Animal Breed kümmern. Denn dadurch können wir unsere Ställe erst bauen. Das geht nämlich jetzt noch gar nicht. Haben wir hier schon was? Nein, noch nicht. Okay, müssen wir noch warten. Ich überlege gerade. Ich glaube, davon brauchten wir nichts. Sonst hätte wahrscheinlich schon jemand gemeckert, dass er seinen Job nicht machen kann. Bin ich der Meinung. Ich guck mal kurz den Herbalist an. Der hat eine Schaufel. Oh. Die Dark Panther, our workers are sick and we have enough healing potions. Can you help us? And we have enough healing potions? Can you help? Okay, die sagen uns gerade, ihre Arbeiter sind krank und die haben genug healing potions. Dann können wir ihnen helfen. Okay. Nein, das müssen wir leider ablehnen, weil wir sind ja selber gerade erst am Anfang. Und ich weiß, wir hatten healing potions, das haben wir gesehen, die waren grün, aber wir können ja nicht unsere
einzigen Healing Potions weggeben. So, wir sind schon ganz schön viele Leute. Ich guck mal eben, was wir denn hier so alles. Wir benötigen noch alles. Gut. Gut zu wissen. Wir müssen halt echt mit dem Lager dann schauen, dass wir das schnell auf die Beine gestellt kriegen. Ich habe vorhin einfach die ganze Zeit im ersten Spielstand so alles Mögliche hundertfach herstellen lassen und irgendwann, ja, war das Lager natürlich voll und ich konnte nichts mehr machen. Dann kannst du halt nur noch im Lager die ganzen Sachen rauslöschen, das geht. Wir können hier wirklich im Lager, wenn wir jetzt hier eins weglöschen, ist hier eins weg, das funktioniert. Hat mir aber vorhin leider auch nicht wirklich den Arsch gerettet mehr. Ist halt auch eine schwierige Entscheidung, was man dann halt so wegwirft. So, wie sieht es denn hier aus? Warum haben wir denn immer noch kein Plant Leaf? Vielleicht beauftrage ich hier gerade die falschen Sachen im Abbau. Ich weiß nicht so wirklich, was hier diese Plant Leaves bringt. Auf jeden Fall irgendwas von dem Gestrüpp, aber ist halt die Frage, wenn ich die anklicke, dann sehe ich das leider nicht. Dann steht halt nur der Name von dem Ding. Hier zum Beispiel Wildflower Plant. Da steht leider nicht, ob die dann auch das bringt, was man möchte. Ich weiß auch nicht, ob die alle immer dann dasselbe droppen. Also ob das dann so gemacht ist, dass es klar ist, wenn wir den Busch fällen, kommt da einmal sowas raus. Ich habe keine Ahnung. So. Wir gucken nochmal nach, wie es jetzt aussieht. Immer noch nicht. Mensch. Ah gut, wir müssen das ja auch noch herstellen. Von daher, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Das können wir erstmal lassen. Brauchten wir sonst noch was? Ich glaube, wir brauchen auch die Rooftides dafür schon, oder? Könnte sein, dass die dafür auch schon benötigt werden, weil ich glaube, es hat auf jeden Fall ein Dach. Moment. Rooftile. Verdammt. Wir brauchen Rooftiles. Das ist schwierig, weil dafür muss man einiges erfüllen, tatsächlich. Rooftile. Dafür braucht man erstmal einen ganz anderen Tisch zur Herstellung. Ja, es gibt auch andere Tische. Da auch unsere Workbench, das erinnert natürlich stark an Minecraft, muss man schon zugeben. Wo sind denn die Dinge jetzt? Mensch, hier oben. Wir brauchen einen Level 1 Sculptor und eine Sculptor Workbench. Ja, die haben wir hier irgendwo drin in die Sculptor Workbench, aber dafür brauchen wir auch Plant Fiber und der Carpenter ist nicht hoch genug. Wir haben gar keinen Carpenter, so rum. So, wir könnten hier... Der Builder, glaube ich, wird auf jeden Fall zum Carpenter, geht aber noch nicht. Ach nee, Moment. Hier oben. Wir hätten einen Hammer, aber der ist einfach noch nicht so weit. Ist aber auch gar nicht. Nee, Moment, wo ist denn der Carpenter? Carpenter ist hier. Wir brauchen Sculptor. Ach so, hier. Carving Tool brauchen wir und Level 3 Miner. Okay. Also wir könnten ja schon mal so ein Carving Tool machen. Das ist immer ein bisschen schwierig, sich das alles zu merken, was man hier so braucht, wenn man dann immer hin und her gucken muss. Und man sieht, das Lager wird halt schnell voll, indem man dann auch ständig irgendwelche Sachen für alles braucht. Wo ist es denn? Carving Tool. Hier. Ein Schnitzding. Gut. Dann hätten wir das einmal. Wie sieht es denn mittlerweile mit den immer noch keine Plant Leaves? Das gibt's doch nicht. Warum nicht? Wir haben Level 1 Herbalist und der hat eigentlich auch die Ausrüstung. Ich bin verwundert. Wir gucken uns den kurz an. Also er hat eine Schaufel auf jeden Fall. Hm. Macht der überhaupt was? Ach doch, der sitzt hier auf jeden Fall an den Dingern dran. Was ist da los? Wir gucken mal kurz hier. Guck mal, da fallen doch auch Pile of Leaves. Scheint was anderes zu sein. Vielleicht holen wir hier gerade wirklich die falschen Sachen. Ich holz mal noch ein paar Bäume. Vielleicht fällt das auch doch von Bäumen ab und gar nicht von den... Ich dachte, das kommt von den kleinen Pflanzen. Scheint aber wohl nicht der Fall zu sein. Huch, Woodshare? Nee, das können wir jetzt auch nicht machen. Sorry, aber wir müssen uns gerade ein bisschen um uns selber kümmern. Übrigens, die Dinger hier muss man auch angeben, dass die dann geerntet werden. Da muss man immer mal einen Blick drauf werfen, ob die soweit sind. Aber sieht doch schon mal ganz schick aus hier mit den Karotten. Leider, so detailreich wie es doch ist und man hier das schön sieht, sieht man bei den Tieren leider nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Bug in meinem Dings war. Irgendwie, glaube ich, beim Spiel immer gleich bei allen, was irgendwie nicht funktioniert, an Bugs. Ich weiß nicht warum. Aber wenn wir so einen Stall aufstellen, dann steht da keine Kuh drin. Und auch kein Hühnchen und auch kein Schwein. Das finde ich ein bisschen... Ich habe mich voll gefreut und das extra schnell gebaut, weil ich dachte, boah, cool. Dann haben wir hier ein paar Hühner am Rumrennen, aber ja, Pustekuchen. Nichts mit Hühnchen. Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht wollten sie nicht, dass wenn da wirklich realistische Tiere stehen, dass man sieht, wie denn dann geschlachtet werden. Ich weiß es nicht. Könnte ein Grund sein vielleicht, dass man das deswegen nicht gemacht hat.
Könnte ich dann auch... Ah, jetzt haben wir Plant Leaf. Das könnte ich da auch nachvollziehen, tatsächlich. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall Plant Fiber. Können wir irgendwas hier... Ja, mal der Carpenter... Die ist halt immer noch nicht so weit anscheinend. Wir gucken noch mal rein. Das Blöde ist, wenn wir den Bilder jetzt zum Carpenter machen, dann kann der Bilder, glaube ich, nichts mehr machen. Ach, Quatsch. Mann, was will ich denn immer? Hä, Carpenter? Skype hat man ja. Das bin ich schwer verwirrt. Ich sage ja, bei dem Spiel ist man öfter mal verwirrt, was man jetzt eigentlich noch mal brauchte. Hier, Moment. Skypter Workbench? Doch, ein Carpenter. Kein Skypter? Na gut. Ein Carpenter. Dann... Wahrscheinlich braucht man einen Skypter auch noch. Carpenter müsste ja dann... Ich weiß es gerade nicht. Carpenter ginge auch. Brauche aber eine Säge. Ja, da geht das Spiel los. Das ist so das Lustige hier. Man ist wirklich immer dabei. Okay, ich möchte das bauen. Moment, dafür brauche ich das. Ah, dafür brauche ich das. Und naja, dafür brauche ich das. Und wenn du dann alles hast, weißt du am Schluss gar nicht mehr, was du eigentlich wolltest. Aber nee, es geht schon. Also, so schlimm ist es denn doch nicht. Ich übertreibe gerade ein bisschen. Es macht auch echt Spaß. Ich muss sagen, die eine Runde, die ich da gespielt habe, war auch eine ganze Weile. Also war jetzt nicht nur 5 Minuten, war schon ein Stündchen. Die hat auch echt Fun gemacht. Also ich mag auch die Musik hier gerade im Hintergrund, auch wenn es ein bisschen laut ist. Und teilweise ein bisschen eintönig, aber ich mag die. Und ich mag einfach, wie es hier aussieht. Also ich muss sagen, auf Weitsicht gefällt es mir nicht so. Ich gucke mir lieber nur das an, weil ja, in Weitsicht ist dann halt, ich glaube... Wenn man jetzt hier an den Rand geht, da kommt auch nichts mehr. Das ist dann so. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, aber deswegen muss ich ehrlich sagen, gucke ich lieber hier so drauf. So, das wäre vielleicht der einzige Nachteil, den ich nicht so schön finde. Das hätte man schöner lösen können. Ich meine, macht man ja bei anderen Spielen auch, bei Anno und so. Man macht halt einfach mehr drumherum. So easy. Ich meine, hier gibt es ja anscheinend Wasser. Dann verstehe ich dieses komische ja, Gebilde da hinten nicht, was irgendwie so aussieht, als würde da noch was kommen demnächst. Kommt ja aber nichts. Das hätte ich vielleicht anders gelöst. Eben durch Meer, durch ein Gebirge, wie auch immer. So. Da können wir wieder. Wir kommen gerade zu... Achso, weil ich die Schnelltaste nicht benutze, aber ich wollte fürs Let's Play lieber auf Normalgeschwindigkeit lassen. Was haben wir hier? Lots of fish? Warnung. Ist das nicht gut? looks like the fish are reproducing really fast. You don't have to wait of them. Them to grow. Wir haben gar keinen Fisch. Okay, anscheinend kann man sich noch irgendwie Fisch fangen, aber wir haben keinen Fisch, deswegen weiß ich nicht, warum wir diese Nachricht bekommen mit dem Fisch. Außer irgendjemand von uns hat vielleicht irgendwo ein Aquarium versteckt. Contracts. Magic Oak sieht auch sehr cool aus. Hello friend, we need clay to help us to solve some problems in our homes. Can you help us? Boah, 20 Woodlocks. Was halt gut ist, die mögen einen natürlich und wir kriegen Geld. Geld ist gut, weil mit Geld kaufen wir uns neue Arbeit da. Ja, das können wir eigentlich machen, komm. Jetzt seht ihr mal, wie das dann aussieht. Jetzt haben wir hier in dem Fenster, nämlich bei Contracts, diesen Auftrag. Und da wir den schon grün haben, also das Material haben, können wir einfach dann klicken und fertig. Thank you for finishing our contract. Jetzt kann man hier noch Sachen machen. Wir können zum Beispiel auch als Gift Geld schenken. Dann mögen die uns lieber. Das sieht so aus. Dann kriegen wir halt gewisse Summen, gewisse Relation-Punkte. Das geht. Wir können auch den Krieg erklären. Und ja, Trade Agreement kann man auch machen. Was passiert da? Achso, da passiert nicht wirklich was. Also ich kann ihm leider keine Angebote machen. Das wäre mir natürlich auch lieb, wenn ich selber irgendwie fragen könnte, hey, könnt ihr mal das und das geben? Ach ja, das hier ist ganz lustig. Wenn wir jemandem helfen, gibt es immer so Leute, die diese Fraktion nicht leiden kann und uns dann anpissen. Hey, you shouldn't trade with them. They're not good. Stone Golems. Also die Golems aus Stein mögen keine Holzwesen. Wir könnten ihnen jetzt ein Friedensangebot stiften, aber ja. Wir sitzen lieber auf unserem Geld. Hier ist nichts weiter. Ja, das ist jetzt. Das nervt mich hier tatsächlich immer an der Seite, aber okay. Das wäre gut, wenn man hier filtern könnte. Guck mal, und hier haben wir gerade das mit dem Lots of Fish gesehen. Hier sind nämlich auch nochmal so ein kleiner Reiter mit Sachen. Was? Plantation Infestation? Oh. Meteore. Gut, ein guter Wind und Lots of Fish. Okay. Wenn diese Events hier irgendwie laufen, dann hat man halt bestimmte Boni oder auch nicht Boni. Außerdem haben wir auch einen Kalender, da können wir sogar gucken, wie so die Temperatur ist und das Wetter. Das finde ich ziemlich cool. Wir sind noch im ersten Monat. Auch noch am ersten Tag. Ha.
Ja, klar, weil wir die Zeit nicht ablaufen lassen. Und ich sollte hier vielleicht mal wieder gucken, was ich eigentlich machen wollte. So, wie sieht es denn hier aus? Wir könnten... Nee, das können wir leider nicht. Ja, wir warten eigentlich nur noch auf den Typen. Wir könnten hier halt noch ein bisschen was herstellen. Brauchen wir auch noch auf jeden Fall. Hier brauchen wir einen Sculptor. Ah, okay, wir brauchen den Carpenter für die Sculptor Workbench und dann den Sculptor, der da dran arbeitet. Okay, das erklärt einiges. Nee, jetzt bin ich schon wieder beim Falschen, ne? Ich muss zum Holzfäller. So, dann bitte, das geht jetzt auch, weil wir eine Säge gecraftet haben. Und das heißt, wir können jetzt endlich die Sculptor Workbench bauen. Können wir nicht. Der muss anscheinend erstmal was machen, oder? Könnte sein, dass der vielleicht erstmal noch ein Level erreichen muss. Also sollte der nicht von sich aus Level 1 sein? Wo ist er denn? Da steht immer noch Lumberjack. Ach, der muss sich erstmal vielleicht das Ding holen. Ich weiß es nicht. Wo ist der denn? Wo bist du? Kann ich ihn gucken, wo der ist? Ja, und ich wollte direkt auch mal in der ersten Folge natürlich... Oh, ist auch schon gleich... Ist jetzt eigentlich schon vorbei. Ja, direkt noch zum Folgenende würde ich gerne mal fragen, was ihr von dem Spiel so haltet, wie euch das auf den ersten Blick gefällt, ob ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt vielleicht sogar. Ich mache mal kurz Pause, bevor es passiert. Und natürlich auch... Ja, was wollte ich noch? Keine Ahnung. Ihr könnt mir einfach in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefällt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ein paar Folgen werde ich auf jeden Fall machen. Vielleicht sterben wir eh in den nächsten 4 Folgen. Dann war das eine schnelle Runde. Schauen wir einfach mal. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefällt und ihr ein Like da lasst, wenn dies der Fall ist. Und dann bis zum nächsten Mal.